Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty. Ja, vorletzte Mission im Spiel, wir spielen jetzt die Briten. Die Sondermission der Briten. Die ist theoretisch auch nicht so wirklich schwer, wenn ich mich nicht so verdammt dumm anstelle wie vorhin. Ich habe das vorhin schon mal versucht aufzunehmen. Aber das ging schief. Weil ich habe nebenbei noch ein Video gerendert. Und das war alles ein bisschen dämlich, das klappt alles nicht so gut. Na, da ist schon der erste. Peng. Da ist noch einer. Zack. Der ist erledigt. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Das muss ich schnell nachladen. Ah, das ist blöde bei der K, dass es immer so lange dauert. Peng. Den soll es auch zerrissen haben. Sieht gut aus. Okay, weiter im Text. Was sind überhaupt unsere Missionsziele hier? Wir sollen vierläufige Flakgeschütze zerstören. Ah, du Scheiße. Arschloch. Mist. Also, die Flakgeschütze, Luftabwehrgeschütze zerstören. Dann sollen wir Versorgungswagen abfangen und zerstören. Dann sollen wir die Startanlagen finden, die Raketen betanken, die Raketen zerstören und entkommen durch den nördlichen Bunker. Okay, na, das sollten wir ja gerade noch so schaffen. Gucken wir mal, wie lange das Ganze dauert. Da schießt schon wieder irgendwer auf mich. Ich weiß aber nicht von wo. Ah, da. Mistkerl. Komm, zeig deine Rübe. Haha, Versager. Gut, der ist auch erledigt. Wo ist denn mein Sarge eigentlich? Ach, da. Da kommt noch mehr von der Sorte. Wo denn? Ich sehe gar nichts hier. Ah, da ist einer. Zack. Und da ist noch einer. Zack. Und wieder mal nachladen. Das dauert jetzt mal wieder alles ein bisschen. Ist da hinten noch mehr drin? Nein, das scheint alles gewesen zu sein. Okay, gehen wir weiter. Immer schön vorsichtig. Da noch irgendwas? Nein, das sind nur Sträucher. Aber da sind noch Gegner, definitiv irgendwo. Ach, da in der Grube hockt da einer drin. Ja. Tschüss. Du Mistkröte hier. Okay, wieder mal kurz rein. Gucken wir, ob wir Medizin finden. Im Medpack. Stiel an Granaten. Ja, ist okay. Nicht so schlecht. Und weiter im Text. Wir müssen immer noch diese Flak finden. Warum hänge ich hier schon? Ah. Und Nummer 2. Erwischt. Und Nummer 3. Einen Schuss habe ich noch. Ah, shit, ey, jetzt kommen die hierher. Verdammt, ich muss nachladen. Mist. Schnell mal in Deckung gehen. So. Ah, hinter dem Hügel verkriecht er sich. Ja, ich gebe dir Deckung, sobald ich die Kerle sehen kann. Ach, der ist ja schon tot. Sag das doch mal einer. Oh, oh. Was beschießt? Komm, zeig dich. Den habe ich erledigt. Den weiß ich nicht. Ob ich den erwischt habe, keine Ahnung. Da ist auch noch einer. Zeigt er seine Rübe oder ist er inzwischen erledigt? Okay, Stan und rein. Das ist ja auch das erste Abwehrgeschütz, das haben wir ja schon mal erreicht. Evans, wir müssen diese Flak hochjagen. Los! Autsch.
1. Da tauchen noch ein paar mehr auf. Sollten theoretisch jedenfalls. Ich lasse dich jetzt nochmal blicken, aber hier lag irgendwo noch ein Verbandskasten rum, glaube ich. Ja, schön. Wo schießt denn der hin? Ach, da hinten ganz. Ja, okay, da kann ich jetzt nicht ganz hingucken. Da ist eine Kiste im Weg. Aber er hat ja schon ganz gut aufgeräumt hier, der Kollege. Oh, shit. Granate. Ja, schön. Er hat die Granate gegrillt. Super. Die anderen scheinen schon erledigt zu sein. Da ist aber noch mehr. Irgendwo. Ich kann nur nicht sehen. Das ist irgendwo ein Bunkergeschütz. Den sollte ich erwischt haben. Na, kommt da noch ein zweiter? Ich traue mich nicht sofort da ranzugehen. Wisst ihr, wenn ich den jetzt nicht sehen kann, ob da noch ein zweiter kommt? Scheint alles gewesen zu sein. Sehr gut. Ja. Ja, da oben ist keiner mehr. Gut. Machen wir mal weiter. Autsch, da habe ich irgendwas getroffen. Bin ich nicht nett. Der ist erledigt. Ist da noch mehr? Da ist er. Ups, das war nur das Gewehr selbst. Das war kein... Ups, habe ich meinen Sergeant getroffen? Das wäre ein bisschen doof. Sind die? Was ist denn? Okay, scheint alles gewesen. Da ist noch was. Aua! Mistkerl! So eine Gemeinheit. Das wären alle gewesen. Frechheit. Aber hier hätten wir doch auch noch einer jetzt irgendwo. Da bist du, du Mistkerl. Zeig dich, komm. Bang. So, das war's. Tschüss. Ist da noch mehr? Da ist noch einer. Der ist auch erledigt. Und der lebt ja immer noch hier hinten. Ich dachte, den hätte ich erwischt. Na gut, okay. Das soll es jetzt gewesen sein hier hinten, theoretisch. Schnell das Gewehr nachladen. Und mit der Stan reingehen. Denn da lebt scheinbar immer noch was. Ah, jetzt bleibe ich schon wieder an so einem blöden Pfeiler hängen. Okay, hier ist nichts mehr. Hat irgendjemand davon Verbandskasten fallen gelassen? Nein, leider nicht. Gucken wir mal hier drüben nach. Evans, wir müssen diese Flak hochjagen. Los! Nein, auch hier sind nur Granaten. Nicht so schick. Aber von denen hat doch bestimmt einer was liegen gelassen. Auch noch. Habe ich sie alle erwischt? Da ist noch einer. Gut, das sollten alle gewesen sein. Okay, dann sind jetzt die Versorgungswagen dran. Ich gehe aber mit der Stan noch mal eben in den Bunker rein. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Wusste ich, dass da noch einer drin ist. Aber das sollten jetzt alle gewesen sein. Ja, sind es auch. Und da ist ein Verbandskasten, den ich aber nicht mehr brauche. Weil einer der Kollegen offenbar schon was fallen gelassen hat. Da oben gehe ich nicht mehr hin, da ist nämlich nichts. Und dann können wir weitergehen. Wir müssen jetzt noch die beiden LKWs aufhalten, Startanlage finden. Huch, ist da was drin in dem Ding? Nein, da ist nichts. Okay, schön. Auf die Stan wechseln. So, jetzt kommen wir durch wieder ein schönes geskriptetes Event. Die LKWs kommen nämlich angefahren jetzt. Da ist ja noch einer. Da ist auch noch. Ups, der gehört zu mir. Sorry.
Alles klar, nachladen. Hallo Jungs, verdammt guter Mineneinsatz. Keine Zeit für Pläuschen. Wir gehen jetzt nordwärts, um diese Raketen zu finden. Ach, weißt du was, ich wechsle mal die Stand gegen das MP. Denn da kriege ich ein bisschen mehr Munition für, auf dem Weg dahin, wo ich hin will. Ich lade das Ding mal eben nach. Und dann schaue ich wieder die Sniper Rifle und weiter geht's. Dann da gibt es noch ein bisschen mehr zum Abschießen. Shit, Drecksäcke. Wie gesagt, da ist einer. Das ist eigentlich, dass ich da wieder getroffen worden bin. Geh weg, weg. Ich hoffe mal, das waren jetzt hier hinten alle Gegner. Da hinten kam aber gleich noch so ein blödes MG-Nest. Da ist es. Dass man hier das erwischen kann. Peng, haha, Idiot. Peng, haha, Versager. Das sollten schon die zwei gewesen sein. Sieht gut aus. Dann mal weiter. Hier ran. Gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Ja, Medizinpakete. Und ich wollte dieses scheiß Ding nachladen, hier fällt mir gerade so ein. Granaten kriege ich hier keine. Das macht aber nichts. Ich habe nur 22 Schuss, das ist ein bisschen mager, ne? Hm. Ja gut, ist egal. Ich brauche das Sniper Rifle weiterhin. Wir nähern uns nämlich schon der Startanlage. Feuer frei! Wo sind die? Ich sehe keine Gegner. Seht ihr Gegner? Ich nicht. Hm. Na, macht doch nichts. Wenn sich hier Gegner zeigen, dann knall ich sie halt ab. Aha, ein MG-Nest. Ach, da oben ist das MG-Nest. Zack. Lad nach, schnell! Shit, der ist an das Gewehr gegangen. Aber ich habe ihn... Jetzt habe ich ihn erwischt. Ah, muss ich auch noch direkt in der Situation nachladen, sowas Ärgerliches. Gibt's hier wenigstens einen MP? Nein, auch nicht. Bescheuert. Gut, dann lade ich mal nach. Ah, da sind die Stabrampen. Alles klar. Okay, ich will am Schluss mal eben hier oben hin. Boah, das war jetzt weniger clever von mir. Ehrlich gesagt, das war saudumm sogar. Was ich da gemacht habe, ist verdammt dämlich. Ich hätte mich auf der Außenseite halten müssen. Ich hätte mich auf der Außenseite halten müssen und mich von hinten reinschleichen müssen. Das wäre jetzt verdammt dumm, was ich hier getan habe. Gut, hilft nichts. Ich will mal eben die Munition haben von denen. Und dann räume ich mal diesen Bunker hier leer. Hier ist nichts, okay. Nein, das war jetzt verdammt dumm. Ernsthaft. Ich hätte clevererweise außen rumlaufen müssen. Habe ich nicht getan, war blöd. Hilft jetzt aber nichts mehr. Jetzt muss ich da durch. Denn jetzt sind nur noch der Captain und ich, dieser Sergeant und ich hier am Leben. Das war ein bisschen saudumm. Das heißt, ich will jetzt kaum noch Feuerschutz haben. Ich schleiche mich jetzt hier hinten lang und versuche noch ein bisschen was zu erreichen. Gucken, ob das hinhaut. Ah, wie blöd, ey. Wie konnte ich das nur vergessen? Na komm, zeig dich. So, jetzt muss ich mir nämlich hier oben den ganzen Mist abqueren. Okay. Ich muss mir gleich diesen Bunker hier unten räumen. Das wird echt eine unlustige Sache. Ich habe mir überlegt, dass da noch was lebt.
an, dass alle von hier nicht, und ich keinen Bock, gleich von hinten überrascht zu werden. Ich würde spontan sagen, ja, das war's. Ah, da hinten ist natürlich noch wieder so ein Blödmann. Oh, Entschuldigung, der gehört jetzt zu mir. Wo kommt der denn her? Da ist noch so einer. Okay, ab in den Bunker. Das war jetzt ein bisschen lästig. Aber gut, nichts zu ändern. Gut. Verdammt, stirb! Mist, ey. Ich mach mal ganz schnell einen Quick-Save. Ich glaube, mit F5 ging das. Gucken. Ja. Weil ich keinen Bock, mich hier nochmal durchzukämpfen vom letzten Checkpoint aus. Nachladen. Okay, der ist auch erledigt. Deckung. Gut, weiter. Munition mitnehmen. Der hat gesessen. Da ist noch einer weg. Schön. Nachladen. Wie gesagt, ich habe keine Lust, das Ganze nochmal von vorn spielen zu müssen. Da klingt nichts mehr nach. Alter! Arschloch. Ich glaube, das war der letzte tatsächlich. Sieht gut aus. Aber ein Medkit haben die unten ja auch nicht irgendwo, diese Schweinehunde, ne? Scheinbar nicht. Sehr blöd. Er macht nichts. Da muss ich mich hier halt so durchkämpfen. Schnell nochmal nachladen. Und gespeichert. Der was liegen lassen, Medizin oder sowas? Nein, dann da auch nicht. Aber gut, jetzt haben wir nur noch ein bisschen, uns die Raketen zerstören. Und verschwinden. Gut, platzieren Sie jetzt die Bomben darauf. Ja, das mache ich auch. Ich hoffe, du hast hier aufgeräumt. Nicht, dass mich hier noch Leute angreifen. Das wäre ein bisschen doof, so vom Maschinengewehr aus dem Bunker jetzt attackiert zu werden. So, zack und zack. So, Raketen sind zerstört. Wir können abhauen. So, ab geht's. Verrecke. Und hier geht's raus, durch diesen Ausgang. Und dann haben wir es geschafft. Und das war's. Das war die Briten-Bonus-Mission. Hoffe, hat euch einigermaßen gefallen. Ein bisschen blöder habe ich mich zeitweise angestellt, aber immerhin bin ich nicht verreckt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Call of Duty. Bis dann.